Ja, hallo. Ich freue mich, in den nächsten 5 Minuten nicht mein Projekt, sondern unser Projekt vorzustellen. Ein kostenloses Angebot bei Erasmus. Es ist ein Erasmus-Plus-Projekt mit verschiedenen Partnern. Die habe ich jetzt hier nochmal kurz zu sehen. Es sind zwei Praxisschulen, die Albert-Weisgerber-Grundschule in St. Ingbert und die Gemeindeschule Raren. Die TU Graz ist dabei, die KPA Wien-Krems, die PA Steiermark und die PA Wien mit verschiedenen Aufgaben. Und wir, oder ich hatte die Ehre, die 3 Jahre die koordinierende Einrichtung mit dem LPM zu sein. Der eigentliche Grund, warum ich denke, dass es wichtig ist, IDA-Blog zu nutzen, dieses kostenlose Angebot, ist eigentlich die Relevanz von Geschriebenem. Wenn ich nämlich Schreiben in der Schule angucke, was passiert mit dem, was in der Schule geschrieben wird? Warum schreibt es jemand? Weil der Lehrer sagt, du schreibst. Dann kommt so ein toller Text raus, wie Sie hier sehen. Und danach wandert der Text aus dem Heft in den Ranzen. Und dort bleibt er ganz, ganz oft und wird nie mehr gesehen. Das Heft ist voll, es wird weggeworfen. Welche Relevanz hat Geschriebenes im System Schule? Und ich denke, das ist ein Ansatz, den wir verfolgen, dass wir das ein bisschen ändern wollen. Und ich möchte hier in dem nächsten Schaubild ungefähr zeigen, wie das Ganze vor sich geht. Die Schülerinnen schreiben digital nach Anmeldung. Medienkompetenz, sicheres Passwort, wie melde ich mich an, wie bediene ich einen Computer? Nach dem Schreiben klicken Sie einmal auf Text jetzt kontrollieren und es erfolgt eine individuelle Fehleranalyse. Das heißt, Sie kriegen Rückmeldung zu jedem Wort, was Sie falsch geschrieben haben, und zwar eine Rückmeldung, die Sie nutzen können, die die Schüler nutzen können, wo Sie den Text kontrollieren können. Gleichzeitig mit dem Kontrollieren wird jeder Fehler mitgemessen und wir können über Learning Analytics nachher im nächsten Schritt zeigen, was wir dann mit Übungen machen können. Im abschließenden Prozess gibt der Schüler den Text ab, der Lehrer schaut ihn an, er kann ihn nochmal verbessern. Der Text wird von etwas Statischem, wie es hier war, zu was Dynamischem. Das heißt, er verändert sich, der Schüler kann ihn nochmal korrigieren. Er hat nicht die Notwendigkeit, ihn nochmal abzuschreiben, sondern er kann ihn einfach verbessern. In einem letzten Schritt hat der Schüler dann nach 2, 3, 4 Verbesserungen oder auch nach keiner Verbesserung die Möglichkeit, ihn im Blog zu veröffentlichen und dort können ihn andere lesen. Die Blog-Funktionalitäten dürften den meisten von Ihnen bekannt sein. Die Schüler lesen andere Texte, sie haben die Möglichkeit, diese zu kommentieren, sie haben die Möglichkeit, nochmal drauf zu reagieren. Auch hier ist es wieder so, dass der Text nicht statisch ist wie hier in diesem Heft, sondern er wird dynamisch, weil er nämlich einfach durch das Lesen der Mitschüler geprägt wird. Weitere Kommentare kommen hinzu. Ich bin eben auf das Learning Analytics ganz kurz eingegangen. In dieser individuellen Fehleranalyse, durch das intelligente Wörterbuch, was wir programmiert haben, besteht die Möglichkeit, dass nach einer gewissen Anzahl von Fehlern und Wörtern, die geschrieben wurde, hört sich fürchterlich an, dass man Fehler schreiben muss, aber sonst kann ich nicht analysieren, wo ein Schüler ein Rechtschreibproblem hat. Die deutsche Sprache unterteilt sich in mehrere Kategorien, in denen man Rechtschreibfehler einkategorisiert. Und es wäre ja doch sehr sinnvoll, wenn er da an seinem Problem üben könnte. Jeder Schüler erhält nach Anmeldung die Möglichkeit, seine Fehleranalyse zu sehen, sieht, welchen Fehlerschwerpunkt er hat und bekommt die Möglichkeit, zum einen in Übungskursen das Ganze nochmal zu wiederholen, zum anderen in Online-Übungen sein Wissen zu erweitern oder er kann es natürlich auch ganz oldschool mit Arbeitsblättern machen. Wichtig dabei ist uns, dass der Schüler selbsttätig arbeitet, dass er eigenverantwortlich arbeitet und in seinem Tun im Internet einfach noch Medienkompetenz gewinnt und gleichzeitig sein Wissen erweitert. Ja, das ist so ungefähr das, was ein IDA-Blog bietet. Wer mehr Interesse dazu hat, ist recht herzlich eingeladen, Webinare zu besuchen. Nächstes Webinar ist am 5. Dezember, nächste Woche am Dienstag um 19 Uhr. Und ja, dann bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Tag. Danke.